Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Vorlesung Elektrische Netze. Heute mit dem Rush-Effekt beim Transformator. Der Rush-Effekt sorgt dafür, dass wir beim Einschalten eines Transformators einen großen Einschaltstrom bekommen. Und wo der herkommt und insbesondere was dann die Sättigung des Magnetkerns damit zu tun hat, das lernen wir heute kennen. Zum Schluss schauen wir, was wir denn dagegen machen können. Der eine oder andere kennt vielleicht das Problem, wenn Sie vielleicht im Labor mit einem Trenntrafo arbeiten und diesen Trenntrafo einfach so in die Steckdose reinstecken, dann wird Ihnen sicherlich schon das ein oder andere Mal die Sicherung geknallt haben. Wie kommt das? Immer passiert es ja nicht, sondern nur manchmal. Es scheint also ein sehr großer Einschaltstrom zu fließen. Nun, die Ursache liegt letzten Endes im Induktionsgesetz oder in der Tatsache, dass der Strom an der Induktivität des Transformators vom Integral der Spannung abhängig ist. Hä? Was soll das jetzt? Schauen wir uns das einmal an. Ich habe jetzt hier in LOTSpice eine Simulation gemacht, mit der das ziemlich deutlich wird. Und jetzt schauen wir uns einmal hier oben den Spannungsverlauf an und wir nehmen einmal den Fall an, dass wir genau im Spannungsnulldurchgang unseren Stecker in die Steckdose stecken. Dann ist der Strom zunächst null und dann entspricht er aber dem Integral dieser Spannung. Und wir sehen, wir bekommen einen ziemlich hohen Verlauf, denn der gesamte erste Halbwelle hier trägt dann zum Strom bei. Die nächste Halbwelle führt uns dann wieder praktisch nach Null zurück. Und da wir noch ein paar Verluste haben, geht es auch noch etwas weiter runter. Aber die übernächste Halbwelle macht uns wieder einen sehr großen Buckel. Und erst durch die Verluste klingt es langsam ab und nach einiger Zeit haben wir dann tatsächlich auch einen gleich spannungsfreien Stromverlauf, der dann sich so einstellt, wie wir das gewöhnt sind. Wenn wir zufälligerweise in dem Moment schalten, wo die Spannung sein Maximum hat, dann sieht das Ganze schon freundlicher aus, auch wenn es eigentlich gegen die Intuition ist. Denn in dem Fall trägt nur die halbe Halbwelle zu unserem Stromintegral bei. Das heißt, unsere Amplitude am Ende des Tages ist nur halb so groß wie beim ersten Fall. Und das ist genau die Amplitude, die wir als stationäre Amplitude im Stromverlauf auch bekommen. Merken wir uns also, einen Trafo sollte man immer dann einschalten, wenn die Spannung maximal ist. Auch wenn das irgendwie so ein bisschen gegen die Intuition des Elektrotechnikers spricht. Das Ganze wird noch umso schlimmer, wenn wir die Sättigung in unserem Kern mit berücksichtigen. Wir kennen hier die Kennlinie, das heißt auf der horizontalen Achse haben wir das Magnetfeld, was direkt vom Strom abhängig ist. Auf der vertikalen Achse die magnetische Flussdichte, die direkt mit dem Integral der Spannung abhängt. So, und wenn wir also die Spannung vorgeben und dann den Fluss eben uns anschauen, der sich daraus ergibt, und daraus dann wiederum gucken, wie groß ist der Strom, dann müssen wir hier in unserem Bild hier schauen, wo landen wir dann mit unserem Magnetfeld H, wenn unser B vorgegeben ist. Normalerweise ist unser Trafo so dimensioniert, dass wir in diesem weitgehend linearen Bereich hier der Kennlinie arbeiten. Wenn wir aber
das Integral der Spannung so hoch bekommen, dass wir mit unserer Flussdichte deutlich in den Bereich der Sättigung bekommen, dann sehen wir aus diesem Bild, dass wir dann hier in dem Bereich ein sehr hohes Magnetfeld, eine sehr hohe Durchflutung bekommen. Das heißt also auch einen wesentlich höheren Strom, als wir in einem linearen Fall erwarten würden. Auch das habe ich einmal simuliert. Dabei ist dann zu berücksichtigen, dass eben unser μ, ja, was hier eben den Zusammenhang zwischen H und B beschreibt, eben aufgrund dieser Sättigung nicht linear ist. So, schauen wir uns einmal diese Simulation an. Wieder schalten wir genau im Nulldurchgang und wiederum bekommen wir ein sehr großes Integral UdT. Das heißt, wir bekommen eine sehr hohe Flussdichte. Ja, die also hier in den Bereich reingeht, wo die Sättigung schon wirksam ist. Und dann bekommen wir eben eine sehr große Durchflutung H mit einem extrem großen Überschwinger des Stroms, der ungefähr das Zehnfache von dem ist, was man eben als normale Amplitude eben haben würde. Und wir sehen, das klingt natürlich durch die Verluste relativ schnell ab, aber dieser große Strompeak, der kann uns dann tatsächlich dann die Sicherung durchknallen. Und wenn wir jetzt das Ganze dann ohne Sättigung betreiben, das sehen wir jetzt hier, das ist halt diese Kurve, die jetzt hier ungefähr bis 2 Ampere geht. Das heißt, dann wäre der Fall, dass unser Transformator jetzt hier noch im linearen Bereich arbeiten würde. Wiederum gilt, wenn wir jetzt das Ganze einschalten, wenn die Spannung sein Maximum hat, das heißt, das Integral nur noch die halbe Halbwelle halb ausnutzen kann, dann passiert gar nichts, denn dann kommen wir mit der Amplitude des Flusses nicht über den Bereich raus, für den der Trafo auch sonst designt wäre. Denn im Normalbetrieb würde er tatsächlich hier im linearen Bereich der Kennlinie bleiben. Ja, was machen wir da? Wie können wir vermeiden, dass eben unser Transformator uns die Sicherung durchknallt, wenn wir ihn in die Steckdose stecken? Mögliche Lösungen. Wir nehmen eine träge oder eine überdimensionierte Sicherung. Gerade im Labor ist das manchmal die einfachste Lösung. Im Haus ist das nicht ohne weiteres machbar. Wir können den Einschaltstrom nochmal extra begrenzen, vielleicht mit einem Hochlastwiderstand oder einem Heißleiter, der eben am Anfang einen hohen Widerstand hat, der dann hinterher niedriger wird. Am besten ist, wenn wir dann einen Relais nehmen, was dann diesen Widerstand nach einigen Netzperioden überbrückt. Nächste Möglichkeit, wir bauen einen sogenannten Scheitelspannungsschalter ein, also eine Schaltung, die dann den Transformator einschaltet, wenn die Spannung ihr Maximum hat. Oder wir senken die Spannung vorher ab, zum Beispiel durch eine Sterndreiecksschaltung im Drehstromnetz, und diese Methode, dass die Spannung abgesenkt wird beim Einschalten, die wird häufig verwendet, wenn große Transformatoren in höheren Spannungsebenen zugeschaltet werden. Denn auch dort gilt genau dieser Rush-Effekt. Und Sie können sich vorstellen, dass dann nicht eine einfache Haussicherung durchbrennt, sondern dann passiert mehr im Stromnetz. Ja, damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.